Hallo liebe Freunde meines kleinen Kanals, hier ist der Callcenter Crasher. Die erste Firma hatte offensichtlich Probleme mit ihrer Leitung, denn sie benötigten drei Anrufe, bis sie zum Thema ihres Anrufes kamen. Habt Spaß mit dem Video und sicherlich kennt ihr es schon. Es startet nach dem Intro. Allianz Markets Group und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Registration bei uns an. Können Sie sich da noch erinnern? Welche Firma sind Sie noch? Allianz Markets Group. Okay, nee, kann ich mich nicht mehr so genau. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Das ging, also heute, anscheinend, vielleicht kann es sein, dass Sie sich gestern oder so registriert haben und dann die Registration bei uns heute eingegangen ist. Anscheinend. Na gut, dann also, erzählen Sie mal. Ja, also wir haben so ein Programm, es ist ein Trading-Programm, das wir Ihnen anbieten, das auf einer mathematischen Berechnung basiert und automatisch bei einer Steigerung der Kryptowährung verkauft. Also Sie können sich da zurücklehnen und die Profite einstreichen, während ein erfahrener Experte Ihr Profil beurteilt und hilfreiche Ratschläge gibt. Als lizenzierter Experte verfügt er über jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und wird Sie bei wichtigen Entscheidungen unterstützen. Sie brauchen sich da gar keine Sorgen um Verluste zu machen, da unser System dank mathematischer Berechnungen und künstlicher Intelligenz Vorhersagen treffen kann, wie sich die Währungen, die Sie investiert haben, in den nächsten 10 bis 15 Tagen sich entwickeln wird. Sollte die betreffende Währung negative Veränderungen durchmachen, wird unser System Sie warnen und das Geld wird dann automatisch von dort rausgeholt und in eine andere Währung investiert. Und das geht dann hier so lange weiter, bis eine gute Währung erwischt wird, mit der Sie gute Profite machen können. Das ist sozusagen das Erste, was Sie Ihnen anbieten, also ist unser System. Und das Zweite, was Sie Ihnen anbieten, wie schon erwähnt, ist der Experte. Also der Experte hat dann sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, Projekte für Sie. Und schon ist er raus. Hallo? Hallo? Warum haben Sie denn aufgelegt? Hallo? Ja, ich lege gar nicht auf. Sie legen auf die ganze Zeit. Nee, ich lege nicht auf. Warum sollte ich denn auflegen? Ich höre gespannt, was Sie zu erzählen haben und Sie legen dauernd auf. Ich habe nicht aufgelegt. Ja, ich auch nicht. Also ich hab nicht mal die Maus berührt. Alles gut. So, ach, Sie telefonieren mit einer Maus? Ich telefoniere mit dem Telefon. Also Sie sind sehr, sehr lustig. Wieso? Was ist lustig? Ich telefoniere mit dem Telefon. Das macht man doch im Allgemeinen so. Wie können Sie mit einer Maus telefonieren? Habe ich gesagt, dass ich mit einer Maus telefoniere? Ich habe gesagt, ich habe meine Maus gar nicht berührt, weil unser Telefon im PC eingebaut ist. Nicht eingebaut, sondern wir haben ein System, mit dem rufen wir Sie an. Ach so, ja, gut. Nee, ich benutze das Telefon zum Telefonieren. Ja, vielleicht hat Ihr Ohr aufgelegt, aber alles gut. Wer hat aufgelegt? So. Vielleicht hat Ihr Ohr... Mein Ohr hat aufgelegt. Ja, vielleicht haben Sie aus Versehen das rote Knopf dann berührt. Nein, habe ich nicht. Okay, alles gut. So. Langsam habe ich das Gefühl, Sie wollen mich ein bisschen veräppeln, oder? Nee, ich möchte Sie gar nicht veräppeln. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Sie mich veräppeln wollen, aber da wir beide nicht wissen, was die Gründe sind dafür, dass es die ganze Zeit aufgelegt wird, nehme ich an, also belassen wir es dabei, okay? Also ich will nicht, Sie sind ein Kunde von uns und ich möchte ganz normal in Frieden Ihnen erklären, was wir Ihnen anbieten. Okay? Ja. Okay. Ja, ich habe bei dem Experten. Auf jeden Fall, der Experte hat für Sie sehr viele Projekte und je nachdem, wie Ihre finanzielle Lage ist, sucht er für Sie das passende Projekt raus. Und er wird Sie beraten und Sie werden mit dem Experten in Kontakt bleiben. Und er wird dann Ihnen auch den Startsignal geben, wann dieses Projekt beginnen wird. Und nur mit Ihrer Zusage, also mit Ihrer Zustimmung, wird das dann auch in die Tat umgesetzt. Also uns ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie erfolgreich werden, weil wenn Sie Erfolg haben, haben wir auch Erfolg. Von Ihren Investitionen, die Sie machen, bekommen wir keine einzige Gebühren. Nur von den Profiten, die Sie machen, bekommen wir 2%. Und das ist überall normal so. So, wir haben drei Pakete. Das erste Paket ist für 250 Euro, das zweite Paket ist für 500 Euro und das dritte Paket für 1000 Euro. Keine Sorge, Sie kaufen damit gar nichts,
Sie erstellen lediglich nur mit diesen drei Startkapitalen, je nachdem, für welche Sie sich entscheiden, ein Handelskonto bei uns. Und dann werden die Investitionen danach gemacht. Alles klar? Ja, ist soweit klar. Wie viel kann ich denn prozentual gewinnen bei Ihnen? Ich kann Ihnen wirklich nicht genaue Zahlen nennen, aber da ein Durchschnittswert. Ein Durchschnittswert, den Ihre Kunden prozentual gewinnen können. Also mit dem ersten Paket können Sie schon dreistellige Zahlen schon machen. Dreistellige Prozentzahlen? Haben Sie Prozentzahlen gemeint? Ja, ich habe gefragt, wie der durchschnittliche Gewinn Ihrer Kunden in Prozent ist. Das habe ich gefragt. Also so kann ich Ihnen das leider nicht beantworten. Warum nicht? Das hat doch jede Firma im Prinzip. Jede Firma weiß doch, wie viel Prozent ihre Kunden im Durchschnitt gewinnen können. Haben Sie das nicht? Also ich kann Ihnen das leider nicht sagen. Wer kann mir das sagen? Ich kann Ihnen nur die Beträge also sagen, also wie Sie sie circa verdienen könnten in einer Woche, zwei Wochen und so weiter. Wichtig ist ja der prozentuale Gewinn, die prozentuale Gewinnausschüttung pro Kunde. Da gibt es ja in der Buchhaltung einen Wert. Und den Wert hätte ich gerne gewusst. Das kann ich Ihnen leider nicht jetzt von mir selber aussagen. Okay, wer kann mir das denn sagen? Weil ich das noch nie gefragt worden bin. Ich kann das für Sie nachfragen. Ja, dann fragen Sie mal nach. Okay, wenn Sie dranbleiben, mache ich das. Natürlich. Okay, bis gleich. Herr Normalverbraucher. Ja. Ich habe gerade nachgefragt und die Finanzabteilung meinte, also hat mir gesagt, dass wir täglich 2 bis 3 Positionen für Sie eröffnen. Und mit pro Position kriegen Sie 10 bis 35% prozentual Gewinn. Oder wie Sie das nennen. Das ist ja kein Durchschnittsgewinn dann. Sie müssen doch wissen, wie viel pro Kunde, welcher prozentuale Gewinnsatz bei Ihnen möglich ist. Das hat doch jede Buchhaltung. Buchhaltung. Ich bin leider nicht von der Buchhaltung. Ja, aber Account Manager. Ja, aber das sollten Sie doch gerade bei der Buchhaltung nachfragen. Ich habe ja nachgefragt, wie viel Sie, also so, Sie möchten ja wissen, wie viel Sie durchschnittlich prozentual gewinnen. Richtig. Und so weiter. Ja. Richtig, den Durchschnittsgewinn. Und die haben mir dann genau geantwortet und gesagt, täglich werden für Sie mit dem Handeln also 2 bis 3 Positionen geöffnet. Das war ja nicht meine Frage. Das war ja nicht meine Frage. Okay. Einen Moment. Ich frage nochmal für Sie nach, okay? Ja. Schauen Sie. Herr Normalverbraucher, sind Sie da? Ja. Okay. Ich habe nachgefragt und die haben gemeint, dass Sie durchschnittlich 30% verdienen können. Also ich kenne mich da wirklich nicht aus. Also 30% im Monat? Oder in welchem Zeitraum? So im Monat wurde das mir so gesagt. Ich kenne mich da gar nicht aus, was das angeht. Mhm. Okay, ja. Gut. Das ist ja schon mal grundsätzlich. Wie gesagt, das ist ja nun schon ein paar Tage her. Wie war Ihre Webseite nochmal? Ich habe gerade im Verlauf geguckt. Ich habe es nicht mehr. Können Sie mir es nochmal buchstabieren? A-L-L, also Doppel-L. Allianz. Alles zusammen, okay? Ja, Allianz. Nein, es kommt noch weiter. Ich habe gewartet, bis Sie das erste Wort fertig haben. Also Allianz, also A. Ich buchstabiere es Ihnen, genau. A wie Anton, L wie Ludwig, L wie Ludwig. I wie Ida, A wie Anton, N wie Nordpol, C wie Clown, E wie Emil, M wie Martha, A wie Anton, R wie Rudolf, K wie Kraftwerk, E wie Emil, T wie Theodor, G wie Gustav, R wie
Rudolf, O wie. Otto, U wie. Ulrich, P wie. Ja, Pelikan. Ja. Punkt. Dann kommt ein Punkt. Dann Pro, also P wie. Pelikan, R wie. Rudolf, O wie. Otto. Ah ja, okay, prima. Dann muss ich da mal nachgucken. So, Augenblick bitte. So. Das ist gerade ein bisschen langsam. Gut, okay. Das ist Ihre Firma. Und wo sitzt Ihre Firma? Unsere Firma wurde in den Vereinigten Königreich gegründet. Und da haben wir auch unsere registrierte Nummer, also auf Englisch Register Number. Und auch die Register Address, also registrierte Adresse. Mhm. Und ist also Ihre Firma eine... Auf der Government.UK, das ist diese, wie soll man das nennen, mir fehlt das deutsche Wort, behördliche oder Regierungswebseite. Die Finanzdienstleistungsaufsicht, meinen Sie? Ja, was Rechtliches angeht, ich habe null Ahnung. Aber ich weiß nur, dass... Dann sind Sie ja genau an der richtigen Stelle, wenn Sie gar keine Ahnung haben. Aber egal, okay. Ist Ihre Firma denn schon erfahren am Markt? Wie lange gibt es Ihre Firma schon? Seit dem Anfang 2023, sowas. Ich bin ein Account Manager, also fragen mich Sachen, die ich noch nie gefragt habe. Naja gut, wenn man investieren will, dann möchte man sowas wissen. Also und mir kommt nicht vor, dass Sie investieren möchten. Ja, naja gut, bevor ich investieren will, möchte ich natürlich Informationen haben. Ja, sicher doch. Naja, eben. Und Sie sagten Anfang 2023, also ist Ihre Firma noch nicht so erfahren. Also, die ist ja noch ganz neu. Wir arbeiten aber wirklich sehr gut. Also die Ergebnisse, die wir liefern, sind wirklich sehr gut. Ja gut, aber wenn Sie noch gerade mal noch nicht mal ein halbes Jahr alt sind, das ist im Finanzmarkt ist das eine sehr kurze Zeit. Und Sie sagten, Ihre Broker sind lizenziert und wo ist Ihre Firma dann lizenziert? In den Vereinigten Königreich, also da haben wir die alles, was Lizenz angeht, was Rechtliche angeht, ist da. Ja, okay, Vereinigte Königreich, da gibt es ja, soweit ich weiß, nur zwei lizenzgebenden Behörden. Bei welcher sind Sie da registriert? Das ist, schreiben Sie einmal gov.uk. Also bei der FCA oder bei der PRA? Schauen Sie, ich weiß nicht, was Sie da von mir wollen. Ich kenne mich da nicht aus, bitte. Ja, dann verbinden Sie doch mal mich mal mit jemandem, der ein bisschen Ahnung hat wenigstens. Okay, ich leite Sie an jemanden weiter und Sie bekommen dann eine Antwort, okay? Also ich kann Ihnen da nichts sagen. Ja, das wäre mir aber wichtig, dass ich weiß, wo jemand registriert und reguliert ist. Das ist wichtig für jemanden, der investieren möchte. Dann leiten Sie mich mal weiter, ich bleibe aber parat. Okay. Die folgenden Minuten verbrachte ich mit Musik in der Warteschleife, bis der offensichtlich völlig überforderte Mitarbeiter es vorzog, doch einfach aufzulegen. Schauen wir mal, ob die nächste Firma es besser macht. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Maximilian. Wie geht es Ihnen heute? Maximilian ist mein Vorname. Wir kennen uns doch nicht. Ja, Herr Siegelbrecher, wie geht es Ihnen? Ja, bis jetzt ganz gut. Ich freue mich. Mein Name ist Emily Baumann und ich melde mich wegen einer Anmeldung, dass Sie an Online-Handel gemacht haben. Erinnern Sie sich? Ich habe einige Anmeldungen gemacht. Welche Firma sind Sie jetzt? Meine Firma heißt Safe Capitals oder Sichere Kapital auf Deutsch. Und Herr Siegelbrecher, bis jetzt haben Sie eine Investition gemacht? Ich habe schon mal investiert, grundsätzlich. Welches war Ihre Firma jetzt nochmal? Safe Capitals. Sie haben erstmal eine Anmeldung bei uns gemacht. Und Sichere Kapital auf Deutsch. Und Ihre Webseite heißt wie? Safecaps.io. Das ist Ihre Website.
Caps.io. Okay. Wie ist Okay. das iOS für Sie? Ja, ich habe schon, Es ich habe schon, ich habe schon. Sie haben es schon. Und wann haben Sie denn erste Investition gemacht, Herr? Bei Ihrer Firma noch gar nicht. Bei der anderen Firma, meine ich. Ja, das ist, ich mache das schon jahrelang. Vor Jahren. Ja. Und handeln Sie dort mit einem Broker? Nee, ich handle teilweise selber, ja. Und mit welchen Finanzinstrumenten handeln Sie dort? Oh, verschiedene. Ganz verschieden. Verschiedene. Und sind Sie zufrieden mit Ihrer Investition, Herr? Ja, bin ich. Ich freue mich sehr. Herr, ich verstehe, dass Sie haben schöne Erfahrungen, Sie sind zufrieden auch mit Ihrer Investition. Aber lassen Sie mir Ihnen auch ein paar Informationen über meine Firma geben. Ja, dann So, geben Sie Sie mal. werden. Okay, Herr, wie ich gesagt, wir sind eine Handelsfirma und mit uns, Sie haben die Möglichkeit, in deutsche Börse zu handeln. Und diese können Sie mit allen Finanzinstrumenten machen. Zum Beispiel mit Kryptowährungen, mit Forex, Aktien, Indexen, Rohstoffen. Und das funktioniert ganz einfach. Am Anfang, Sie werden ein Handelskonto aktivieren. Dort können Sie sich einloggen und dort schauen Sie Ihre Investition. Wie viel Sie investiert haben, die Datum, wann Sie Ihre Investition gemacht haben und Ihre Profiten, weil Sie bekommen von uns wöchentliche und auch monatliche Profite. Haben Sie es verstanden, Herr Siegelbrecher? Ja, habe ich verstanden. Bei uns, Herr, Sie sind auch nicht alleine. Wir stellen in Ihre Verfügung einen Finanzexpert. Er macht alles die Arbeit für Sie. Er macht für Sie einen Finanzplan und das Software programmieren, sodass Sie Ihre Profiten erzielen können. Und für alle Fragen, die Sie weiter haben, Sie werden mit dem Finanzexpert sprechen. Und Herr, Sie können es mal uns testen. Sie können mit einem minimalen Betrag anfangen. So, in die gleiche Zeit, Sie werden uns testen und auch Profite machen. Wissen Sie, Herr Siegelbrecher, was ist die minimale Summe, um ein Handelskonto zu aktivieren? Nee, weiß ich nicht bei Ihnen. Bei uns, die minimale Summe ist nur 250 €. Ja. Und Sie werden auch einen Willkommensbonus von uns erhalten, 100 €. Und im Gesamt, Sie werden in Ihrem Kontostand 350 € haben. Verstehen Ja, Sie? habe ich verstanden. Ja, und Herr, es wäre besser, wenn Sie den Plasma mit Ihren Augen schauen. Haben Sie dort einen Laptop? So, ich kann Ihnen den Plasma verstellen. Ja, ich bin schon auf Ihrer Plattform. Was schauen Sie? Ja, Ihre Webseite. Ja, und was schauen Sie auf unserer Webseite? Soll ich Was Ihnen denn Ihre dort? komplette Webseite vorlesen? Nur etwas, Herr. So, ich kann es wissen, Discover was? new opportunities for yourself. Smart people create their future. Reicht das? Ah, so. Sie sind gerade auf Das unserer sagte ich. Warum Seite. glauben Sie mir nicht, wenn ich sage, ich bin auf Ihrer Webseite? Herr, okay, Herr, entschuldigen Sie mich, Herr dass Sie Siegelbrecher, bitte. gestört sind. Herr Siegelbrecher, schauen Sie dort eine Handeliert mit weißer Farbe oben. Ja, das ist möglich. Aber erstmal möchte ich noch ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Da steht ja irgendwie auf Ihrer Webseite gar nichts über Ihre Firma. Ja, Herr, wenn Sie bei unserer Firma Herr einloggen, ich kann Siegelbrecher, Ihnen. Herr Siegelbrecher möchte ich genannt werden. Okay, Herr Siegelbrecher, wenn Sie bei unserer Plattform einloggen, dort würden Sie alles mit Ihren Augen schauen, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe. Ja, aber erstmal möchte ich ja, bevor ich mich da einlogge und mit Ihnen handle, möchte ich ja erstmal was wissen. Herr, dort sind Sie Siegelbrecher ist mein natürlich. Name, Herr Ja, Siegelbrecher. okay, entschuldigen Sie mich sehr, Herr Siegelbrecher. Dort, Sie müssen nur Ihre E-Mail-Adresse geben. Das ist maximilian.siegelbrecher@rahmenmail.de. Ja, natürlich. Und bei dem Passwort, ich gebe Ihnen ein einmaliges Passwort.
Und dann haben Sie die Möglichkeit, den Passwort zu ändern, Herr Siegelbrecher. Ja, aber ich möchte doch erstmal was über Ihre Firma wissen. Ich habe Ihnen gesagt, Herr, bei uns, Sie haben die Möglichkeit, in Börse zu handeln und mit den besten Finanzexperten zu arbeiten. Ja, gut, aber das ist doch nicht alles. Alles? Was ist alles für Sie, Herr Siegelbrecher? Wie, mehr können Sie über Ihre Firma nicht sagen? Mehr über meine Firma? Was möchten Sie mehr über meine Firma wissen? Ja, wo ist der Sitz dieser Firma? Der Sitz? Wir sind ein weltweit bekanntes Unternehmen. Nochmal, Herr Siegelbrecher, nicht Herr. Okay, Herr Siegelbrecher. Wir haben ein Büro in Berlin, in Friedrichstraße 22. Und die anderen haben wir in Frankfurt am Main. Und wir haben auch Büro in Österreich und auch in Switzerland. Ja gut, und wo ist Ihr Hauptsitz Ihrer Firma? Der Hauptsitz von unserer Firma ist in England. In wo? In England, in London. Ah ja, in England. Und ich sehe gerade, Sie rufen jetzt aus Österreich an. Warum rufen Sie aus Österreich an? Ja, genau, Herr. Herr Siegelbrecher. Gerade rufe ich Ihnen von Österreich an. Ja, und warum? Weil ich habe Ihnen gesagt, warum? Weil ich arbeite dort. Ich arbeite in Österreich. Ich denke, Sie haben eine Filiale in Frankfurt und ich denke, Sie haben eine Filiale in Frankfurt und in Berlin. Ja, Herr. Wir haben Filiale, Herr Siegelbrecher, wir haben Filiale auch in Frankfurt und auch in Berlin. Aber momentan, ich bin nur ein Ansprechpartner von unserer Firma und ich befinde mich in Österreich. Okay, gut. Haben Schön. Sie mich verstanden, Herr Ja, natürlich. Herr, ist Ihre, darf ich mal fragen, Ihre Firma SafeCaps, wie erfahren ist Ihre Firma eigentlich? Noch einmal, Herr Siegelbrecher, ich habe es nicht verstanden. Wie erfahren ist Ihre Firma? Wie lange gibt es Ihre Firma schon und Ihre Webseite? So. Ja, wir haben viele Jahre in den Market, Herr. Mehr als 10 Jahre. Mehr 10 Jahre? Mhm. Ja. Ja, sehe ich gerade. Gut, und Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Ich bin nur eine Sprechpartnerin, Herr. Ihre Firma ist ein Finanzdienstleister. Herr Siegelbrecher, wir sind auch eine lizenzierte Firma von FCA. Prima, das ist ein gutes Stichwort. Dann geben Sie mir doch einfach mal Ihre FCA-Lizenznummer. Gehen Sie bei der Seite von FCA. Bin ich drauf. Ich gebe Ihnen die Referenznummer unserer Firma. Ja, kann dann mal los. Okay, einen Moment, warten Sie kurz. Hallo. Ich bin da, einen Moment bitte. Ich muss den Referenznummer finden. Herr Siegelbrecher, entschuldigen Sie mich. Ja gut, dann los. Schreiben Sie. Ja. Ich habe es gefunden. 507. Ja. 880. 880. 507-880. Ja, genau. Dann schauen wir doch mal. Schauen Sie, Herr Siegelbrecher. So, prima, sehr schön. So. Oh, die Lizenz wird bald gelöscht, wird angezeigt. Apply to cancel. Wie kommt das denn? Hallo? Ich bin da. Ich habe gerade gesagt, wie kommt das denn? Ihre Lizenz wird demnächst gelöscht. Apply to cancel. Unsere Lizenz ist gelöscht? Nein, ich sagte gerade, die wird bald gelöscht. Apply to cancel. Verstehen Sie auch kein Englisch? Die Website ist gelöscht? Sie verstehen nicht mal Deutsch. Ich verstehe Ihnen sehr
gut, Herr. Ja, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Meine Herren, Ihre Hallo, lassen Sie mich doch endlich mal ausreden. Also, Ihre Lizenz von SafeCaps Invest Limited, die wird demnächst gelöscht. Da steht drauf, applied to cancel. Das heißt, die ist gar nicht mehr gültig. Ich kann Ihnen nichts sagen, Herr. Ja, okay. Gut, dann geben Sie mir mal Ihre Adresse. Meine Adresse? Und warum möchten Sie meine Adresse? Ja, die Adresse von der Lizenz, wo Ihre Firma sitzt. Herr, möchten Sie eine Investition bei uns machen? Ja, ich möchte erst. Ja, natürlich möchte ich, aber ich möchte wissen, bei wem ich investiere. Aber Herr. Ja, können Sie das nicht sagen? Nein, haben Sie nicht. Hören Sie doch einfach mal zu. Sie reden und reden und reden. Hallo. Mal nachdenken zwischendurch. Also, geben Sie mir bitte mal Ihre Adresse Ihrer Firma. Ich habe Ihnen gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Möchten Sie die Adresse in Deutschland oder hier? Nein, die Adresse zu der Lizenz. Ah, ein Betrüger. Anruf? Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Thomas, ja? Wer ist denn da bitte? John, ja, mal was. John Hedig ist mein Name, Herr Thomas. Bitte, ich verstehe Sie schlecht. Sie nuscheln sehr. Können Sie bitte deutlich sprechen? John Hedig ist mein Name. Johnny. Ja? Sehen Sie mich jetzt? Ja, so halbwegs. Den Nachnamen habe ich noch nicht verstanden. Es ist auch sehr laut bei Ihnen. Verstehe ich, okay. So, ja, noch einmal. John Hedering ist ein Fullname und ich rufe Ihnen von Visa Capital Firma. Oder Safe Capital Firma. Von was? Ich verstehe Sie einfach nicht. Ich verstehe Sie einfach schlecht. Sie sprechen, als hätten Sie irgendwie einen Waschlappen im Mund oder so. Können Sie bitte deutlich sprechen und ein bisschen für Ruhe im Hintergrund hören, sonst verstehe ich Sie leider nicht. Okay, dann einmal. Ich rufe Ihnen von Sicher Kapital Firma. Sicher Kapital Firma, ist das Ihre Firma? Ja, genau. Man hört hier zu rufen Ihnen und geben Informationen über unsere Plattform her, über SafeCap, so wie das alles funktioniert. Bin ich da jetzt? Bitte? Oh mein Gott. Man arbeitet hier zu geben Informationen. Hallo. Ja. Nicht, Sie sollen nicht schreien, Sie sollen deutlich sprechen. Ja, ich spreche Deutsch hier. Ja, deutlich sprechen Sie nicht, aber Sie schreien so sehr, dass ich kaum was höre, weil Sie so laut reden. Sie sollen nicht lauter reden, Sie sollen deutlicher sprechen. Ja, okay. Gut. Super. So, noch einmal. Unsere Plattform, Herr. Nicht so laut, Ihr Mikrofon und übersteuert. Leise sprechen. Oh mein Gott. Okay. Noch einmal. Ich rufe Ihnen von Sicherheitskapitalfirma. Sicherheitskapitalfirma? Visa Capital Firma oder in Englisch Safe Capital Firma. So, Herr Thomas. Thomas ist mein Vorname. Hallo? Was? Thomas ist mein Vorname. Wen wollen Sie denn genau sprechen? Hier gibt es mehrere Leute in der Familie, die Thomas heißen. Ja, ich habe keine Lust jetzt. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich spreche mit Herrn Maximilian. Bitte? Ich spreche mit Herrn Maximilian, oder? Ja, das ist mein Vorname. Ja. Ja, bitte mit Nachnamen. Siegelbrecher? Ja, richtig. Herr Siegelbrecher für Sie. Okay. Eileen Weber ist am Apparat und ich rufe Sie von Safe Capital an. Sie haben vor ein paar Monaten eine Anmeldung gemacht und Sie haben in der gestern Online-Handel gezeigt, richtig? Oh, da melden Sie sich jetzt schon. Sie sind ja schnell. Ja, weil wir haben viele Kunden.
Weil Sie haben so, viele Kunden. Ja, erstmal, ich habe Ihnen heute angerufen, damit ich Ihnen ein paar Informationen über Onlinehandel geben kann. Und natürlich, wenn Sie wollen, ich werde Ihnen helfen, ein Konto zu aktivieren, ja? Ja, dann erzählen Sie mal. Nochmal, bitte. Hören Sie schlecht? Okay, hören Sie mich jetzt? Ja, hören Sie mich? Ja. Ja, warum fragen Sie dann nach? Nochmal, bitte. Das meine ich, genau das meine ich. Sie hören also schlecht? Ja. Okay. Dann haben Sie mit dem Telefonjob ja genau den richtigen Job, wenn Sie schlecht hören. Entschuldigung. Nö, ist nicht so schlimm. Haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich verstanden? Ja. Ja, was habe ich denn gesagt? Entschuldigung, haben Sie Interesse an Investitionen zu empfangen? Ja oder nein? Verliere nicht meine Zeit. Hey, mal ein bisschen freundlicher. Was soll denn sowas? Ja oder nein? Ja oder nein? Wer sind Sie überhaupt? Entschuldigung, ja oder nein? Also wenn Sie nicht ein bisschen freundlicher sind, dann will ich mit Ihnen nichts zu tun haben. Okay, dann lassen Sie mich kurz erklären, um was es geht. Sie haben eine schlechte Telefonleitung, ich verstehe Sie gerade nicht. Entschuldigung, was verstehen Sie nicht? Hören Sie mich jetzt? Ich sagte gerade, Sie haben eine schlechte Telefonleitung. Sie kommen abgehakt drüber. Ach so, vielleicht. Ja, genau. Oder vielleicht Sie haben eine schlechte Bitte? Vielleicht? Ich verstehe Sie leider nicht. Okay, tschüss. Bitte? Das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Habt nette Menschen um euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer Callcenter Crusher.